Kreier einen Morgenmagie für dich jeden Tag. Das ist der Titel und sehr wahrscheinlich findest du schon, weißt du was, am Morgen schlafe ich im Fall, was Magie ist, überhaupt eine Magie am Morgen. Vielleicht bist du ein Morgenmuffel und vielleicht findest du auch, wenn ich könnte im Fall wirklich 5 Minuten, nachdem ich aufgestanden bin, kannst du auch 2 Minuten, dass ich das Telefon abnehmen von irgendjemandem, der hochoffiziell sein muss und ich in bester Laune und bester Verfassung. Aber so sind wir verschieden und so verschieden sollen auch unsere Morgenmagie-Zeremonien sein. Wie du dann dem willst sagen, ist dir überlassen. Ich sage meinem Morgen-Morgenmagie. Und in meine Morgenmagie kommt rein, ah nein, warte schnell, zuerst möchte ich, dass du deine Sachen aufschreibst, wo du dir gerne würdest schenken am Morgen, wo du gerne würdest sagen, okay, das wäre jetzt also schon alles, wenn ich das am Morgen würde machen. Weil, vielleicht geht es dir wie mir, wenn ich meinen Sport oder mein Yoga nicht am Morgen mache, dann mache ich es im Fall einfach nicht. Go laufen im Wald, das ist jetzt eine weitere Routine, die ich mir angewöhnt habe, fast jeden Tag eine Runde im Wald zu machen. Wie dumm bin ich gewesen, dass ich das nicht schon vorher angefangen habe. Aber den Morgen mit irgendwie mit dem Mätteli und etwas machen, etwas turnen, das muss ich am Morgen machen, sonst mache ich es nicht. Und ich muss eben nicht, sondern ich will. Und manchmal will ich ja nicht und dann muss ich ja nicht. Es kommt dich in niemand kontrollieren, was du genau an deinem Morgen machst. Oder es macht niemand Strichli, außer du vielleicht, zum dranbleiben. Was würdest du dir gerne schenken? Am Morgen eine Zeit nicht vom Wecker zum Kaffee, zum aus dem Haus hechten. Oder wenn du Kind hast, gerade dann Kind wecken, gerade noch auf den letzten Drücker und einen riesen Stress am Morgen. Oder einfach, was auch immer du zu tun hast am Morgen, dir dort ein bisschen Zeit geben. Das heisst, ein bisschen früher aufstehen. Das heisst vielleicht auch ein bisschen früher ins Bett gehen, dass du das früher aufstehen magst vertragen. Aber ich verspreche dir, das hat einen Einfluss auf deinen ganzen Tag, wenn du dir ein bisschen Zeit schenkst am Morgen. Und wenn es nur 10 Minuten sind, wo du dir gibst, dass du nicht hechten und hetzen und springen musst, sondern wo du ein bisschen schnaufen und noch etwas für dich machen kannst. Vielleicht sind es 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und vielleicht tust du es ein bisschen ausdehnen. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Bis du merkst, so, wow, das fühlt sich gut an. Das habe ich gern. So möchte ich es machen. Weil um das geht es ja. Wir können 100 Bücher lesen, Videos schauen, gute Theorien hören, dass es mega gut ist für unser Hirn, wenn wir eben nicht das Handy gerade als erstes nehmen und reinglotzen, was andere machen, sondern uns in unseren Hirnwellen noch mit unseren Visionen und Träumen beschäftigen am Morgen, wenn wir zuerst mal ankommen und schauen, was will ich eigentlich heute, wie will ich sein, wie will ich auftreten auf der Bühne vom Leben und eben nicht gerade ins Handy schauen, nach einem Kaffee aus dem Haus hechten oder an den Computer hechten, weil du dein erstes Meeting hast. Du und dir ein bisschen Zeit schenken. Wenn du jetzt findest, hey, weißt du was, am Morgen im Fall wirklich nicht, dann machst du es vielleicht am Abend. Ich finde es auch schwierig am Abend. Und am Morgen ist so eine Zeit, wo wie nichts anderes vor ist sonst. Man steht nicht noch früher auf, sondern entweder man schläft oder man steht auf, um sich Zeit verschenken, sich selber Zeit zu schenken. Wir waren auf Reise in Japan 2015. Mika war noch nicht mal 5 und es hat mich wahnsinnig gemacht, wie sie die ganze Zeit aufeinander oben geklebt sind, wir drei. Du kennst sonst viel weg. Mika ist in der Schule, im Kinski, in der Krippe. Ich weiß ja nicht mehr, was dort war. Ich glaube, sie war dort noch mal, sie war dort noch in der Krippe. Ach, und ich hatte keine Zeit für mich. Und dann bin ich heimgekommen von dem Japan und wirklich gefunden, ich muss mir Zeit schaffen, wo ich nur für mich da bin. Und wenn dann Mika mal aufgestanden ist, habe ich gefunden, hey, weißt du was, du liegst im Fall da einfach auf dem Sofa und bist mucksmüsli still. Und das ist meine Zeit. Und da ist man nicht irgendwie gemein oder total abweisend zu seinem Kind, sondern also seinen Kindern, sondern zeigt, dass man darf für sich Raum einnehmen und Zeit einnehmen. Es ist absolut okay und ich glaube, ein gutes Vorbild und nicht irgendwie Rabenmutter oder irgendwelche sonstigen Vorurteile, die man immer findet, man muss immer für die Kinder gumpen und machen und tun. Ob du Kind hast oder nicht, oder was auch immer an deinem Morgen los ist, tun dir ein bisschen Zeit schenken und dir überlegen, was will ich in dieser Zeit machen für mich.
Und ich möchte, dass du jetzt 5 Minuten lang dir das überlegst. Was würde ich denn gerne machen in dieser Zeit? Was würde mir gut tun? Was hätte ich denn Lust? Was habe ich mir schon immer vornehmen? Kannst du auch den Handstand üben oder ein Buch schreiben oder eben etwas tun für dich wie eine sportliche Betätigung? Ich erzähle dir nachher gerade, was ich in meiner perfekten Morgenmagie-Zeit mache. Aber nimm dir doch jetzt die 5 Minuten Zeit, Papier und Bleistift oder sonst einen Stift und einfach drauf losschreiben. Ohne zensurieren, ohne filtern, ohne irgendwie finden, das will ich gar nicht, sondern einfach mal aufschreiben. 5 Minuten laufen ab jetzt.
Wie war das jetzt? Gell, gut, wenn man sich Zeit nimmt, um ein bisschen aufzuschreiben und ein bisschen einfach herauszufinden, was man will. Immer, immer wieder. Es hört nie auf. Für immer hört es nie auf. Und wir können immer wieder etwas Neues über uns herausfinden und immer wieder Klarheit schaffen. Papier und einen Stift. Ich finde das so genial. Und das ist genau auch etwas, was bei mir zuoberst auf der Liste steht. Am Morgen eben nicht gerade das Handy nehmen, sondern aufstehen, ein Kerzchen anzünden oder 3 Kerzchen, dass es genug hell ist und dann anfangen schreiben. Und dann 5:55 und das kommt eben darauf an, wie fest ich vorher mag aufstehen. Und im Moment ist, nicht im Moment, eigentlich ist mein neuer Fokus, 6 Jahre lang habe ich gesagt, ich würde gerne, jetzt mache ich es endlich. 8 Stunden Schlaf ist mein Ziel. Also kommt es halt darauf an, wenn ich ins Bett komme, wie früh ich dann aufstehen will und tun. Und dann, 5:55 ist mit meinen Joy Academy Members, habe ich eine Live-Meditation auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe. Also das ist so ein Fixpunkt. Und dort muss ich definitiv wach und parat sein, weil ich habe ja ein Date mit wunderbaren Menschen. Und darum, wenn ich mir den Luxus gönne, vorher aufzustehen und dort für mich zu schreiben, das fühlt sich so richtig gut an. Und dann die Morgenmeditation ist ein Genuss, wo wir tun, erstens uns mit Goldenergie von der Mitte von der Erde auftanken. Jede Zelle von deinem Körper ist gefüllt mit Gold. Am Schluss hast du eine goldige Kugel um dich herum. Goldige Kugel um dich herum, die dich beschützt und dir gut tut und dich den ganzen Tag mit Energie versorgt. Und dann machen wir coole Sachen, wie auf dem Drachen fliegen oder zu den Heinzelmännchen und Heinzelfrauen ganz klein werden und in einer Wurzelhöhle unten gucken, zu Mittagessen oder zu Vieri essen oder vielleicht eben zu Morgen essen, weil es ja morgen früh ist. Alles ist möglich in unserer Vorstellung. Ich liebe die Meditation so fest und sie kommt auf so eine schöne Resonanz. Und alle Leute, die mitmachen, sehen etwas anderes. Das ist eben so das Coole. Unsere Vorstellung und unsere Fantasie ist unendlich. Und wenn du die Goldkugel-Meditation willst, dann kannst du dir auf roniasakata.com auf der Startseite kannst du dir die schnappen, gratis und franko zum Ausprobieren. Und ja, das ist ein möglicher Programmpunkt von deinem Morgen, wo du kannst sagen, ich tue mir Goldkugel-Meditation oder eine andere Meditation gönnen. Meditieren am Morgen, wenn deine Hirnwellen eben noch so ein bisschen langsam sind und du noch mega fest mit dem Unterbewusstsein verbunden bist, das ist ein Genuss, der dir den ganzen Tag wird versüssen und dich ruhiger machen, dir Selbstvertrauen geben. Und wenn du natürlich in die Joy Academy kommen willst, kommst du in den Genuss von jeden Tag, Montag bis Donnerstag, eine neue Variante. Ihr dürft wünschen, kannst sagen, ich will mal was auch immer. Deine Idee tue ich sofort umsetzen. Es ist mega, mega etwas Cooles. Also schreiben, meditieren, eben der Sport. Ich bin grundsätzlich ganz, ganz eine Fuli und finde so, ich will eigentlich gar nicht. Aber das mache ich dann meinem Körper zulieb. Und wenn ich meditiere und meine Vision so anschaue, dann habe ich mich sogar mal gesehen am Joggen. Wie bitte? Also vielleicht bin ich ja dann plötzlich konvertierte Joggerin und bin topfit, was ich eigentlich will sein, aber ich bin so faul und das ist ein stetiger Kampf. Also wenn du einen stetigen Kampf hast mit Aufstehen, früher Aufstehen und nicht im sportlichen Bereich, dann tust du halt deine Challenge fighten und dich mit dir selber auseinandersetzen wegen dem Aufstehen. Wir müssen für uns selber, du für dich, ich für mich herausfinden, was wir brauchen und was wir wollen. Und vielleicht findest du, hey, morgen mache ich eben genau das. Ich hechte aus dem Bett, ich hechte aus der Tür und das stimmt so für mich. Alles gut. Mach es so, wie du willst. Aber dann finde ich es cool, wenn du nicht jammerst und findest, ja, heute Morgen habe ich wieder so einen Stress gehabt, sondern hey, das ist mein Morgen. Mein perfekter Morgen sieht so aus. Bam, bam, bam. Und ich bin draußen. Das ist doch super. Jammern und nicht ändern, das habe ich nicht gern. Und wenn du herausfindest, während du andere Sachen ausprobierst, dass du eigentlich das von vorher super gefunden hast, das finde ich auch mega cool. Schreiben, meditieren, bewegen und dann finde ich Pöpperle noch mega, mega leise. Das mache ich wirklich nicht jeden Tag, aber eigentlich wäre es so gut, wie Zähne putzen. Ein bisschen unsere
Glaubenssätze und all das rausputzen, was uns nicht gut tut, was nicht hilfreich ist. Und das mache ich viel am Morgen, wenn ich schreibe, aufschreibe, was ich will und was ich will, das und das will ich und das wünsche ich mir und so will ich sein und das will ich haben und das will ich machen. Und dann auf einem separaten Papier noch, das will ich nicht mehr und das will ich auch nicht und das will ich auch nicht. Und das ist gerade die perfekte Vorlage zum Pöpperlen. Und wenn du willst, Pöpperli-Vorlagen haben, ich habe ein paar YouTube-Videos, sind noch nicht viele, aber ich habe ein paar aufgenommen. Nach der Vorlage von meinem geliebten Brad Yates, der mir die offizielle Erlaubnis gegeben hat, auf Schweizerdeutsch Videos zu machen, von seinen Skripts. Und die kannst du auschecken und dann weißt du nachher auch, was Pöpperlen ist. Ich habe auch ein Erklärungsvideo auf meinem Kanal. Kreiere dir eine Morgenmagie und dann schau, was macht mit dir und ziehe sie genug lang durch. Und dann, ich fühle mich immer unbesiegbar den ganzen Tag, wenn ich all die Sachen gemacht habe und nur schon die Morgenmeditation in der Joy Academy Gruppe tut einfach so gut. Komm es ausprobieren oder geh auf roniasakata.com, geh dir die Goldkugel-Meditation schnappen und erzähl doch in den Kommentaren deine Erfahrungen, was du am Morgen am liebsten machst. Ich bin gespannt drauf. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.